Mahlzeit, Leute. Willkommen in Skyrim, der Special Edition. Ich wollte gerade hier eine Sidequest machen, Mammutstoßzahn suchen und Banditen töten. Deswegen gehen wir jetzt hier rein, um den Banditenanführer zu finden und zu plätten. Und wer, der hat keinen Mammutstoßzahn für mich. Knirsch, knack. Ja, ey! Schlüssel zum. Immer her damit. Ein paar Pilze. Leckere Pilze. Ah, dafür war der Schlüssel. Wenn wir schon so verdeckt vorgehen, dann, ne? Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Halt die Klappe, Lydia. Was? Ey! Was war das? Lassen wir die Spiel. Ich zeige euch, wie man richtig. Und vor! Ach, das ist jetzt irgendwie nicht passiert, oder? Okay. Ja, das hätte nicht so sein sollen. Versuchen wir es nochmal. Meine Maus spackt hier schon wieder rum. Ich glaube, ich brauche den nächsten eine neue. Ich habe hier halt auf der rechten Maustaste manchmal so ein paar Probleme, dass du draufklickst, aber nichts passiert. Deswegen hatte ich mir mal ein Stück Papier unter die Maustaste geklemmt. Und wie es aussieht, klappt das. Okay, dann wollen wir uns nochmal an den heran. Also an den schleichen wir uns jetzt. Hä? Da war nix. Da war rein gar nichts. Lassen wir die Spielchen. Ach du Arschloch. Die Gnade kannst du vergessen. Hast du dir verspielt. Sind wir mal. Ach, ein paar Tränke, die habe ich übersehen. Nehme ich doch mit. Klack. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Habt ihr etwas gehört? Komm, wir verbissen uns. Lydia, komm zurück da. Das hat nicht viel gebracht mit Lydia. Okay, dann machen wir hier wieder später klingen. Kommen die hier hoch? Kommen die hier hoch? Sind sie? Nein, die sind zu dämlich und gehen wieder zurück. Was? Hallo? Was? Hallo, wer ist da? Niemand. Nur ein Typ mit einem Bogen. Und wieder ranschleichen. Das habe ich mir wohl bloß gedacht. Neue Stufe. Magiker, Ausdauer, Gesundheit. Komm, dann nehmen wir doch mal hier Gesundheit. Oh, Talente zu verbessern. Alchemie, nein. Komm, darüber. Ich hasse diese Menüführung immer noch. Schwere Rüstung. Ach, darauf zielt das ab. Jetzt ich verstehen tun. Nächster Rang steigert den Rüstung schwerer Rüstung um 40%. Ja, nee, ne, fass mal die Füße. Einhändig. Könnten wir noch mehr Schaden austeilen? Was haben wir hier? Kampfhaltung, habe ich schon. Knochenbrecher. Angriffe mit Streitkolben. Achso, da, okay. Nächster Rang. Oh, ich krieg da noch einen Rappel bei. Ich sag's. Gemetzelangriff von Kriegsessen versuchen zu Blutungsschaden. Ja. Doppelwirbel mit 2 sind schneller. Ja, nehmen wir doch gerne mit. Siehste?
Das war das. Vorsichtig. Ja, halt die Klappe. Du bist schuld. Habe ich jetzt nur dir mit angezündet? Ist mir egal. Ich habe es ihr schon ein paar Mal gesagt, sie soll dann. Merke ich direkt schneller, dass das schneller geht. Merke ich direkt schneller. Egal. Ich merke direkt, dass ich schneller zuprügel. Verdammt. Komm, lass mich deine Leiche finden. Stahlrüstung kannst du behalten, Stahlhelm auch. Das kannst du auch alles. Orkische Streitaxt. Das ist aber ein Zweihänder gewesen. Kannst du dir alles behalten? So, ist hier ein Mammutzahn? Bitte sag ja. Nehmen, Flöte, was soll ich damit? Geschichte, Überblick des Kaiserlichen, bla bla bla. Nordmet, des Berserkers, oh, Gold, Ringe Magiker, alles einpacken, was mir gefällt. Leeres Fass. Da ist ein Schlosszahn, bitte! Ja! Oh. Zauberbuch. Ja, komm. Okay, es hat nichts gebracht. Geld. Gesundheit. Kleine Heilung. Untertrunk des Runters. Heilung. Zaubertrunk der Stärke. Eisen. Silbererz, Eisenerz. Kann ich auch gebrauchen. Bett. Durchsuche Truhe. Eisenwaren, Gold. Rolle des der Untoten. Nein, kannst du knicken. Kannst du auch knicken. Ein Eisenschwert. Durchsuchen Kommode. Stiefel, Hut, schäbige Haube, Schmiedeschürze. Lösegeld für Zarek. Aha, 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 das sehe ich später nicht. Der Kuchen und der Diamant. Zaubertrank der Verteidigung, Zaubertrank der Stärke, Eisenerz, Eisenerz, Eisenerz. Kann man später nämlich direkt wieder verarbeiten zu Eisenbarren. Stahlfall. Ich will doch nur einen Mammutzahn. Mammutzahn. Durchsuchen. Mammut. Mammutrüssel. Naja, stellt 5 Gesundheit wieder her. Toll. Ah, da war eine Falle. Bärenfalle aktivieren, kann ich die. Ach, was bin ich? Hä? Ich dachte, ich könnte die entschärfen. Nö! Ziel Himmelsfront. Ach, ist die Quest erledigt, aber ich habe immer noch keinen Mammutschlosszahn. Wieso eigentlich nicht? So. Ja, ich hab's mir gedacht. Hey, die Falle war doch schon. Ach, fass mir doch an die Füße, ey. Ich will doch nur einen Stoßzahn. Hier konnte ich Feuer machen. Hier ist eine Schmiede. Langsam komme ich zu und auf. Tadam. Das hat's gebracht. Warte, ich sitze hier mit diesem gottverflixten Mammutstoßzahn. Da hängt auch noch ein Mammutkopf. Gib mir den Stoßzahn. Mann, ey.
glaube, da habe ich schneller die 5000 Gold zusammen, als dass ich so einen verdammten Stoßzahn finde. Und am Ende bringt das eh nichts, wa? Kartoffel. Ach, Kartoffel. Apfel. Oh. Oh. Salz. Immer mitnehmen. Na, da war noch einmal. Da haben wir doch endlich den Stoßzahn. Was bin ich für eine blinde, für ein blinder Trottel? Ja, komm, alte Klappe. Wie kann ich euch dienen, Tane? Ja, indem du meinen Drahtesel. Mein Esel zum Tragen bist. Deshalb Schlüssel, Anzüges, Dietrich, Bücher, Zutaten. Essen? Kannst du überhaupt noch was tragen? Scheinbar nein. Dann mal los. Da muss ich jetzt mal gucken nochmal. Essen, was können wir denn hier verbraten? Gewicht 0,5. Trag. Ach du Scheiße. Granatstein, wofür habe ich 10 Granatsteine? Wofür habe ich einen Hammer dabei? Lederstreifen. Ja, Halleluja. Die brauchst du auch. Gewicht 5. Ich brauche im Grunde nur ein. Ungewöhnlicher Stein. Ziegenfell. Ziegenhorn. Jetzt kann ich eh erstmal eine gewisse Zeit lang Sachen schleppen. Und das war das halt auch schnell wegbringen können. Werde ich jetzt nicht aufs Pferd aufsteigen, sondern ich hoffe einfach mal meine Micke. Ja. Ab nach Weißlauf. Ab nach Weißlauf. Ja, jetzt ein bisschen Zeitquesten, warum nicht, ne? Ein bisschen Erfahrung sammeln, bisschen selber hochleveln, ne? Erstmal hier die Stadt kennenlernen, ich kann wieder nicht schnell laufen. Ich werde hier erstmal, wenn ich denn da heute noch hinkomme, werde ich da jetzt erstmal an den Ofen gehen und ein paar Sachen einschmelzen. Vielleicht bringt das ja was gewichtsmäßig. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Schmelzhütte, Schmelzofen, ja, wisst ihr, wie meine Eisenbahn. Ja. Und ich kann immer noch nicht mehr tragen. Komm dann. Kennt ihr meinen Vater? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ich will was verkaufen. Dieses hässliche Ding will ich loswerden. Hat sie denn überhaupt so viel Gold bei sich? Scheinbar. Also kann ich das Ding ja hier einfach theoretisch, weil ist mir Peng. Aber ich könnte ja auch noch Sachen hochwertiger machen. Vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Ich brauche Stahlbarren und ich habe keine. Und ich habe schon wieder eine WhatsApp-Nachricht. Nie und nimmer seid ihr das legendäre Drachenblut. Oder könntet ihr... Ich helfe meinem Vater auf vielerlei Weise. Das ist den Leuten nicht bewusst. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Was gab dir denn so? Ich hab ganz sicher keine Angst vor euch, auch wenn ihr älter seid als ich. Gehen wir mal eben schnell die Quest ab, weil ich krieg jetzt hier Nachrichten. Versucht?
wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Ich kriege jetzt Nachrichten bei WhatsApp. Hier war gleich wohl. Da will wohl jemand zu Besuch kommen. Nein. Mädchen, Hunde, Alte. Es gibt niemanden, mit dem ich es nicht aufnehme. Schlüssel erforderlich. Wo ist denn hier Isolde? Da ist doch jemand am Rumrennen. Oh, was ist passiert? Sobald ich. Danke. Da dürfte die alte Katze große Augen machen. Vielleicht kann ich eines Tages selbst Karawanenführer werden. Wie versprochen, werde ich euch etwas über das Falschen beibringen. Wir wollen ja nicht, dass ein windiger Händler euch zu einem schlechten Geschäft verleitet. Redekunst verbessert. Ja, schön, aber ich habe halt immer noch keinen Schlüssel. Lebt wohl. Da frage ich mich, welche Person mein Kollege meinte, von wegen man kann da die anquatschen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen nervig hier. Gut, ich weiß nicht. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Danke. Der Güldengrünbaum blüht wieder. Das haben wir nur euch zu verdanken. Was haben wir denn jetzt hier an Quests noch offen? Lass die Proventus das Kopfgeld geben. Rede mit Michael über Palotta, finde Arme. Sprich mit den Anführern und Gefährten. Komm jetzt erstmal hier, das Kopfgeld. Und wir, nicht die Elfen oder ihre Speichelrecken. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Ich hole jetzt mir eben nur noch eben hier die Kohle. Diese Person, die hier gerade schreibt, die wird das hier eh nicht gucken, also von daher. Vanessa, hör auf zu schreiben. Du störst meine Zuschauer. Wo ist denn jetzt hier der alte... Ach, da sitzt er. Gib mir mein Geld. Gib mir mein Geld. Mach Platz! Diese ganze Herumsteherei ist doch... Mögen die Göttlichen euch segnen. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Ach, genug Schreiberei. Ich will das Haus haben. Das Haus, das ich bereits erwähnt hatte, steht immer noch zum... Ja, schön. Ja, ich habe immer noch keine Kohle. Sehr wohl. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr euch zum Kauf des Hauses entschieden habt. Ich habe mich schon entschieden, nur ich habe die Kohle nicht. Das ist das Problem. Genießt euren Besuch. Ja, klappt. Was wollte ich jetzt noch machen? Ich werde jetzt hier erstmal unterbrechen, meinen Besuch empfangen und danach werde ich weiter aufnehmen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Deswegen, tut mir leid für die Störung, Leute. Beschwert euch bei Vanessa. Mehr sage ich nicht. dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein paar Kommentare da, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen hoch da. Was auch immer. Man sieht sich bei der nächsten Folge Skyrim, die ich dann demnächst irgendwann produzieren werde. Also, bis zum nächsten Mal. Und schönen Abend noch, schönen Tag noch, was auch immer. Bis denn dann. Tschö. Ach ne, ich sollte eben nochmal kurz speichern. Sorry. Schnell speichern. So. Nur um sicher zu gehen. So, das war's jetzt auch. Tschüss.